Das war mein lustiger Kultistenangriff. Ich bin oben von der Klippe runtergeklettert. Währenddessen kamen gerade zwei Soldaten da rein und haben die angegriffen. Ich bin in die Höhle und den Kultisten mit seinen paar Leuten getötet. Und als ich raus bin, waren alle außer zwei tot. Ja. Das ist praktisch. Nice. So. Das war doch mal erfolgreich. Dann holen wir uns mal den Aussichtspunkt. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich freue mich schon aufs Bett. Beziehungsweise ich hoffe, ich kann heute wieder ein bisschen mehr schlafen. Beziehungsweise schlafen. Ah, oh, das wird schon. Die Sonne. Also von Bären her ist das schon von der Lichtstimmung. Ich muss da hoch, ne? Ja. Aber vielleicht kann ich das auch ohne zu klettern? Ja, offensichtlich nicht. Schön ist es hier. Irrviehgipfel. Interesting. Dann käme aus und... Ach schön. Oh, da sind noch zwei Bäume. Drei Bäume. Die kann ich ja noch einsammeln. Sehr schön. Danach mache ich, nachher schränke ich runter. So. Ja, wo war der? Da, genau hinter mir. Katarakis Höhle. Ah. So, dann noch als letztes den coolen Sprung und dann war's das für heute. Achso, ich dachte, wir springen ins Wasser. Aber muss ja auch nicht, ne? Was haben wir denn eigentlich aufgedeckt hier? Eine Höhle? Und das da. Da am Meer, da hätten wir noch einen Schatz holen können. Naja, okay. Oh Gott, das ist aber keine Vorbereitungszeit für den Sprung. Zu schnell. Ah, wir müssen uns nicht mehr vorbereiten. Ah, hier haben wir noch was gefunden. Oh, der Weiße trägt seinen Namen angeblich zurecht. Aha. Der Weiße ist eine sehr reiche Person. Der Weiße ist im Schiffhandel involviert. Okay, und seine Axt macht ein bisschen Damage. Mhm. Ja, naja, also, ja, 2500,
wieder. Ich möchte mal gerne mit dir reden. Naja, also, Augen zu und durch. Schnell vorbei. Ich habe verstanden, der Weise ist eine sehr weiche Person. Ja, ist ein Softie. Warum denn nicht? So, okay. Nächstes Mal schauen wir mal, was wir machen. Gut. Dann. Mann. Du ruhst ja auch viel zu wenig aus, ja? Seit einer Woche mache ich nichts anderes mehr. Kann man halt nicht so nebenbei spielen, dafür bist du nicht ausgeruht genug, genau. Bei Odyssey muss man sich nicht so anstrengen. Genau, ja. Irgendwie Odyssey ist viel gemütlicher und einladender und noch hübscher, so ungefähr. Also nicht von der Grafik, sondern von der Umgebung. So. Okay. Ich glaube, mit der Lautstärke passt es. Ach ja, gut. Aber wie gesagt, heute wieder nur bis 7 Uhr. So, was habe ich ja letztes Mal hier verpasst? Also Dolche sind natürlich immer so ein Ding, ne? Also Dolche mag ich extrem. Weil das halt. Man greift so krass schnell an da und damit. Aber hier mache ich halt 25% Chance auf kritischer Treffer bei Heldenschlag. Und Heldenschlag ist ja eigentlich das, was ich momentan die ganze Zeit benutze. 10% von den Kämpfen sind Blocken und 90% ist eben Heldenschlag. So, naja. Okay. Dementsprechend, ich warte mal. Ich warte mal und vielleicht hole ich mir oder ich tune mal die Dolche auf und schau dann mal, wie es kommt. Gut, was wollten wir hier machen? Hier war irgendwas Wichtiges, gell? Hier war doch irgendwas Wichtiges. Ah, das ist Athena Vorherrschaft, schon mal wichtig. War hier nicht ein Kultist? Boah. War hier nicht ein Kultist? Oder habe ich den schon getötet, den Kultist hier? 29. Also den könnte ich auch so platt machen. Kann ich den nicht verfolgen? Tritt in der Arena an. Oh. Muss ich da in der Arena? Höchstwahrscheinlich. Fähigkeiten wollte ich warten, bis ich Stufe 5 bin. Dem war doch so. Aber hier gibt es noch ein Ausrufezeichen irgendwie. Achso, nee, bei Söldner, okay. Ich dachte gerade, das wäre Kultist. Dann schauen wir mal, wo habe ich den Ausrufezeichen? Das Ausrufezeichen, Tobi. Hier. Katmos, der Nette. Oh, der ist ja süß. Oh, der hat einen Panther? Wahrscheinlich. Katmos war ein netter Mann, der es satt hatte, von jeder Frau zurückgewiesen zu werden. Es hieß, er machte es sich zur Aufgabe, alle Männer zu töten, die er für hübscher oder stärker hielt. Jemand hätte ihm den Rat geben sollen, sich einfach selbst etwas anziehender zu machen. Ja, die Story ist glaubwürdig, ja. Manche, also sehr viele Männer denken leider so. Oh Gott.
Psyche, der Fluch der Ebene. Was waren da? Enttarne und eliminiere den Zweig der Augen des Kosmos. 4 von 6, da sind wir ja schon fast dran, ne? Wenigstens geht's nur an die Männer, die hübscher sind als er und nicht an alle Frauen, die, als Rache, ja. Das dachte ich mir auch, als ich das eben durchgelesen habe. So, ja, die eine Frau hat ihn abgelehnt und Korb gegeben und so. Ja, und jetzt tötet er jede. Das wäre so klischeehaft. Schließe alle Banditenziele ab. Höhlenziele. Begib dich nach Mykos. Der Wolf. Tobi, da steht Löwe. Wieso sagst du Wolf? Es geht in die. Es geht die Story um. Ja, genau. So gerne geht die Story im Märchen. Ah, genau. Ich wollte die Hirschkuh finden. Beziehungsweise wollte ich nicht, aber das Ubisoft zwingt einen immer dazu, irgendwelche Tiere zu töten. Das ist nun mal so. So. Da waren dann vorhin 2 Bären, ne? Die habe ich gesehen. Okay. Sogar eine Salto. Sehr kratzig. Dim. So. Die ist auf jeden Fall nicht so kratzig. So. Hirschkuh ist natürlich easy. Danach werde ich wahrscheinlich schon Richtung Löwe gehen, weil der scheint auch ganz in Ordnung zu gehen. Ich meine, ich habe einen Eber getötet. Wie schwer wird dann so ein Löwe sein? Hallo? Das ist, glaube ich, der weiße Löwe, ne? Floh so hinterrücks hingehe. Welch edles Geschöpf. Die Götter selbst werden von Neid erblassen. Ja, und du tötest ihn, ne? Berühmte letzte Wort. Ganz genau. Das ist echt cool. Aber ich muss ja wahrscheinlich erst runter. Der greift ja an. Oh, was für eine Hell? Wie hat er mich denn erwischt? Der greift ja an. So eine Überraschung. Alter. Wie war das mit, es wird leicht sein? Aber geschieht der Cassandra ganz recht, Alter. So. So einen schönen Hirsch zu töten. Vorsichtig. Niemand der darf mich so sehen. Leicht, ja. Aber bei dem ist es halt krass, dass der, wenn er sich schon umbeugt, klar, sein Geweih ist groß und so, dass er dann schon angreift. Vorsicht, Krallen. Süß. Äh.
na gut. Ich wollte eigentlich, dass sie ausweicht. Aber den weicht man... Also, das Schwein ist echt sehr viel einfacher als der. Alter, wie soll man den denn ausweichen? Alter. Ich konnte mich gerade heilen. Okay, ich glaube, dass das, ja, aber er ist doch super langsam. Ja. Und? So, ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Ja, warte mal. Nein. Bist du? Ja. Jetzt sehe ich halt gerade. Geweigert auszuweichen. Ich kann irgendwie nicht. Also, ja. Vielleicht war das keine gute Idee, den gleich zu Anfang in Matten zu machen. Wenn ich noch nicht drin bin. Ey. Immer wenn ich mich gerade erheilen kann. Ja, vielleicht machen wir erstmal was anderes, dachte ich mir auch gerade. Ich glaube, der Löwe ist sogar einfacher als der Hirsch. Du musst vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Wachen? Nein. Nee, falscher Text. So, gut. Wir lassen das mal. Oh. Warte mal. Daher komme ich doch gerade, oder? Oder nicht? Ich glaube nicht. So. Hallo. Nee, also, ja, also jetzt fängt der Stream an. Also, hallo und herzlich willkommen. Ganz neu und so. Ja, gut. Und sonst so? Aber ganz ehrlich, da fand ich das Schwein leichter. Also klar, ich am Anfang habe ich auch die ganze Zeit, bin ich ja auch die ganze Zeit gestorben. Aber da konnte man ganz leicht mit einem normalen Ausweichen, konnte man ausweichen. Und hier ist es irgendwie, oder bei dem ist es irgendwie so, dass man weit ausweichen muss, ne? Ja, der greift langsam an. Ja. Wie war das? Wir wollten ja nie wieder drüber reden. Und ich rede die ganze Zeit drüber. Gut. Also, nichts passiert. Wir sind noch nicht gestorben. Alles gut. Unbekannter Ort. Das ist eine Stadt. Süß. Schauen wir mal, was da ist. So. Bei dem auch. Der ist sogar leichter, weil er eben langsamer ist.
dich super selten umrennst, sondern stehen bleibt, um anzugreifen. Du kannst es einfach dann zurückrollen mit den Pfeilen rein. Okay. Ja. Das mache ich ja dann mal beim ersten Mal, wenn ich da angreifen werde. Ich muss mich verstecken. Ach ja, ich habe wieder vergessen, lautlos zu machen. Scusi? Oh. Gut. Wollen wir die töten? Ich würde sagen, ja. Weil die haben einen Gefangenen. Und ich liebe es, einen Gefangenen zu befreien. Die Frage ist natürlich, warum er gefangen ist. Na egal. Also, da ist einer. Da ist einer. Da ist einer und da unten war noch einer. Ist der gerade hochgegangen? Offensichtlich. Okay. Ist das so? Glaub es oder nicht. Wir werden die Füße hochlegen und den Verstand wegtrinken. Ja, wie du meinst. Ach, du ziehst die Gesellschaft von Ziegen ohnehin ein süffiges Symposium vor. Ist der Ton vom Spiel laut genug? Ich glaube nicht. Beim Kampf ist es war laut genug, aber ich weiß nicht, ob man gerade den Dialog gehört hat. Wohin gehst du? Ich will, dass du runtergehst. Interessant, dass ich nicht gebrannt habe. Denke, alles ist gut. Achso, ja, okay. Na, Daniel. Ich muss erstmal schauen, dass der mich nicht sieht. Aber woher weiß er jetzt? Ich habe ja einen durchdringenden Pfeil, ne? Der ist gerade rechtzeitig weggesprungen. Nein. Nicht aufgehen. Aufstehen. Wenn der jetzt rummeckert, weil hier zwei Leute schlafen, dann raste ich aus. Achso, ich bin ja unsichtbar. Ich bin ja unsichtbar, aber trotzdem da. Sehr schön. Eigentlich wollte ich da drin noch looten, aber ich habe nicht wirklich gesehen. Ich habe es einfach nur weggeschmissen. Na gut, aber ich glaube, jetzt sind alle Leute weg. So.
Ah, okay, ich kann trotzdem noch looten, oder? Nope. Hier ist noch was. Warum kommt denn keiner? Ja, ja, ich komme hier schon. Persischen Kriegers. Ja. Ich danke dir vielmals. Ich hoffe, du warst es wert. Beziehungsweise nicht wert, sondern du warst unschuldig. Ist ihm weggefetzt, hat er. Jo, lustig. Ich werde mal hier hingehen. Lokris. Wobei, nee, ich will mehr Kultisten ausschalten, warte mal. Sklavenhandel in Attika. Könnte dir was helfen, den Leuten in der Nähe. Rebellion, okay. Hetäre. Genießt die Gesellschaft der Hetären. Setz deinen Odyssee fort. Deine Odyssee. Okay. Blutlinie, Helden des Kults, Augen des Kosmos. Genau, mir fehlt noch der da und die da. Gefundene Hinweise 4 von 5. Ist eine Spionin. Das ist doch eine Frau. Naja, egal. Heißt der Schatten wartet auf einer Agora. Er weiß, er heißt Nyx. Der Dolch des Kosmos. 40% Schaden bei Angriffen von hinten. Das ist gut. Das ist gut. Sie heißt Nyx. Wie bekomme ich eigentlich am besten die Hinweise? Indem ich andere töte oder indem ich einfach die Fragezeichen abfrühstücke oder kommen die random? Also random bestimmt. In einem Wolfsbau in Pokis. Auf der Insel Kytia. Sklavenhandel in Attika. Dann werde ich, Dann werde ich mal nach Attika gehen. Hilf den Leuten in der Nähe. Ah, okay, okay. Und dadurch bekomme ich wahrscheinlich dann, Infos über ihn. Beides, durch tote Kultisten und manchmal bei Quest, aber man weiß halt vorher nicht, bei welcher Quest man einen Hinweis für einen bekommt, ja.